Es gibt definitiv bessere Bilder von Vincent van Gogh. Aber trotzdem kommt man, glaube ich, an diesem Bild nicht vorbei. You start to feel almost like Vincent is next to you, painting with you. Es ist eigentlich schwer, überall in Europa noch die Milchstraße oder überhaupt einen richtig schönen Sternenhimmel zu sehen. Sternennacht ist eines der bekanntesten Bilder des niederländischen Künstlers Vincent van Gogh. Im Museum of Modern Art in New York gehört es zu den Lieblingsbildern der BesucherInnen. Es gibt unzählige Produkte mit Sternennachtmotiv und das Bild wurde auch in Liedern verarbeitet. Starry, starry night. Doch welchen Sternenhimmel hat van Gogh tatsächlich beobachtet? Was macht dieses Kunstwerk so besonders und wie wurde es so berühmt? Am Rande des kleinen Ortes Saint-Rémy-de-Provence in Südfrankreich liegt das Kloster Saint-Paul, in dem schon früher Menschen mit psychischen Problemen betreut wurden. Nachdem er sich nach einem Streit das Ohr abschnitt, entscheidet sich Vincent van Gogh, in die Heilanstalt zu gehen. Das war sicherlich einer von mehreren Tiefpunkten im Leben von Vincent van Gogh. In Saint-Paul hat van Gogh neben seinem Patientenzimmer ein kleines Studio, in dem er malen darf. In den ersten 2 Monaten ist er sehr produktiv. Regelmäßig schreibt er Briefe an seinen Bruder Theo, seinen größten Unterstützer. Ihm beschreibt er Anfang Juni 1889 auch den leuchtenden Morgenstern, den er am Nachthimmel beobachtet hatte. Etwa 2 Wochen später malt Vincent van Gogh die Sternennacht. Sie zeigt den Ort von Saint-Rémy mit ein paar beleuchteten Häusern und einer Kirche. Und man sieht im Vordergrund eine riesige Zypresse, die nach oben zu züngeln scheint. Im Himmel sind leuchtende Sterne und eine Mondsichel zu sehen. Diese Sterne haben einen sogenannten Halo-Effekt, also eine Art Lichtschein, eine Art Heiligenschein um sich drum herum. In einigen Artikeln wird beschrieben, dass die Sternennacht den Blick aus der Heilanstalt zeigt. Das stimmt jedoch nicht ganz, wie Stefan Koldehoff erklärt. Er ist Kulturredakteur beim Deutschlandfunk und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Vincent van Gogh. Die Sternennacht ist eines der wenigen Bilder, bei denen van Gogh nicht 1:1 so und das gemalt hat, was er gesehen hat. Das ist eine Art von Komposition. Zum Beispiel stehen die Häuser etwas anders als in Saint-Rémy. Und die Kirche repräsentiert eher Kirchen aus van Goghs holländischer Heimat. Und vor allen Dingen konnte er aber aus der Heilanstalt in Saint-Rémy weder aus der Studiozelle noch aus seiner Wohnzelle überhaupt diesen Blick haben. Er guckte aus seinem Fenster in Richtung Gebirge und aus dem Studio einen Hang hinab, aber da war das Dorf so auch nicht zu erkennen. Das Gebirge vor seinem Fenster findet sich in einigen Bildern van Goghs wieder. Ein großes Vorbild für van Gogh waren japanische Farbholzschnitte, wie zum Beispiel die große Welle von Hokusai. Die erstaunlicherweise fast so eine Form hat wie die Formen, die van Gogh am Himmel malt. Es ist nicht abwegig, dass er möglicherweise auch Hokusai im Hinterkopf hatte, als er dem Himmel diese Struktur gegeben hat. Hat er sich beim Mond und den Sternen auch inspirieren lassen oder entsprechen diese der Wirklichkeit? Das Zeiss Großplanetarium in Berlin ist eines der größten Planetarien Europas. Tim Florian Horn ist der Planetariumsdirektor. Mit Hilfe eines Sternenprojektes können er und seine Kollegen den Sternenhimmel berechnen, den van Gogh vor 132 Jahren in Saint-Rémy tatsächlich gesehen hat. Hat er etwas davon in seinem Bild verarbeitet? Also ich war überrascht, dass man sehr genau den Sternenhimmel vom Juni 1889 rekonstruieren kann. Man sieht Venus, man sieht den Mond, das passt genau. Jedoch bei den Sternen, da bin ich mir ein bisschen unsicher, das scheint nicht so gut hinzukommen. Aus astronomischer Sicht ist die Frage, ob das wirklich eine genaue Beobachtungsnacht war, die er hier dargestellt hat. Wahrscheinlich ist es der Anblick mehrerer Nächte so komponiert Richtung Ost-Südost, dass sich dieser wunderschöne Anblick ergibt. Bereits ein Jahr vor der Sternennacht hatte van Gogh einen ersten Versuch unternommen, einen Sternenhimmel zu malen. Nachthimmel sind zu dieser Zeit ein beliebtes Motiv. Neben der Mystik gibt es dafür noch einen anderen Grund. In der Wissenschaft gibt es im 19. Jahrhundert eine Reihe neuer Entwicklungen. Astronomie wird auch in der Gesellschaft immer populärer, ein regelrechter Trend. Teleskope, die bislang Luxusgüter waren, werden langsam erschwinglicher. Volkssternwarten werden gebaut und 1888 wird in Berlin die Urania gegründet, die Wissenschaft für Laien verständlich machen will. Plötzlich können sich viel mehr Menschen mit dem Sternenhimmel auseinandersetzen.
Etwas, das heute für den Einzelnen in gewisser Weise nicht mehr so einfach möglich ist. Normalerweise müsste man 3.500 Sterne jede Nacht erkennen können. Nur durch Straßenlaternen, Autoscheinwerfer und die vielen Gebäude, die beleuchtet werden, ja, verbauen wir uns den Blick in den Sternenhimmel. Wir überstrahlen alles, was da oben so schön zu sehen wäre und können eigentlich aus keinem Ort Europas mehr die Milchstraße erkennen. Aber diese Faszination, die Van Gogh da vielleicht erlebt hat oder die man ja noch so aus seiner Kindheit kennt, geht immer mehr verloren. Van Gogh war fasziniert von den Sternen, so wie es viele heute von seiner Sternennacht sind. Doch wie wurde das Bild zu einem der berühmtesten Kunstwerke der Welt? Und welche Rolle spielte Vincents Krankheit dabei? Vincent van Gogh wrote in his letters that painters understand and love nature and teach us how to see. And on that painting, Starry Night, Vincent van Gogh does exactly that. Die Künstlerin Anna Kluser hat sich intensiv mit Van Goghs Werken auseinandergesetzt. Sie war eine der leitenden KünstlerInnen für den Animationsfilm Loving Vincent. So, what brings you to Auvers? I want to do something for Vincent. Sie schuf auch die Titelanimation für den Film. At the beginning of my work on the film, spending a lot of hours with his paintings, something interesting happened in my head. I started to see world in his style. Like people with who I talked, they had a brush, his brush strokes on the faces. It was almost like I started to see through his eyes. We all look at the sky, but we cannot see, it's not possible to see how he could see. Vincent van Gogh war gar nicht so begeistert von der Sternennacht. Er hat von einer Studio gesprochen. Das war kein Bild, das er selbst als gültig befand. Wenige Tage nach der Fertigstellung der Sternennacht erleidet van Gogh seine erste von vier psychischen Krisen in St. Paul. Wahrscheinlich wird man nie wirklich herausfinden, unter welcher Krankheit Vincent van Gogh gelitten hat. Es gibt ganz, ganz viele Theorien. Eine davon war Epilepsie. Man wusste damals aber noch gar nicht wirklich viel über Epilepsie. Vincent malt eigentlich nur, wenn es ihm gut geht. Nur während seiner letzten Krise entstehen einige Bilder. Er merkt nach und nach, dass ihn die Anstalt nicht heilt. Nach einem Jahr verlässt er St. Paul und zieht an einen kleinen Ort in der Nähe von Paris. Kurze Zeit später schießt Van Gogh sich in die Brust und stirbt an seinen Verletzungen. Dass seine Bilder heute in Ausstellungen wie dieser Immersiven in Berlin neu interpretiert werden können, liegt vor allem an Van Goghs Familie. Nach seinem Tod will sich sein Bruder Theo der Verbreitung seiner Kunst annehmen, doch er selbst stirbt schon ein Jahr später. Es ist Theos Witwe Johanna, die Vincents Werken nach und nach Bekanntheit verschafft. Sie macht das sehr geschickt. Sie will mal erst, dass Vincent van Gogh als Mensch bekannt wird, gibt die Briefe heraus und arbeitet dann mit einigen wenigen Kunsthändlern zusammen und schafft es dann durch die Minimierung, also nicht gleich alles auf den Markt zu werfen, tatsächlich van Gogh zu einer künstlerisch wie persönlich interessanten Figur zu machen. Das Verblüffende an der Sternennacht ist ja eigentlich, dass es 50 Jahre lang so gut wie niemand gesehen hat, nachdem es entstanden war. Denn die Sternennacht bleibt in Privatbesitz, bis sie 1941 ans MoMA in New York verkauft wird. Da allerdings avanciert sie dann sehr schnell zu einem der Hauptwerke. Die Menschen pilgern regelrecht nach New York, um dieses Bild zu sehen. Und daran hat sich bis heute nicht viel verändert. Irgendwann wollten alle diese Bilder sehen. Und irgendwann war das Bild, das für Vincent van Gogh stand. Es bezieht seine Bedeutung aus der Situation. Er saß in der Heilanstalt. Er wusste nicht, wie es mit ihm weitergehen würde. Und trotzdem hält er an der Kunst fest und trotzdem malt er. Und schon daher für die Biografie von Van Gogh ist das ein ganz zentrales, wichtiges Bild. Heute wird Van Gogh oft romantisiert. Zu seinem Mythos gehört neben seinem tragischen Leben auch, dass er zum Teil immer noch als wahnsinnig gilt. Ich glaube, dass er das nie gewesen ist. Er war sehr eigenständig, er hat sich an nichts gestört, was die Bedürfnisse seiner Umwelt anging, was ihn sicherlich nicht sympathisch gemacht hat. Aber wie gesagt, er war reflektiert. Ein Wahnsinniger ist er mit Sicherheit nicht gewesen. Wenn man sich heute im Museum Van Goghs Bilder anguckt, glaube ich, würde man nicht auf die Idee kommen, dass das ein Mensch war, der Zeit seines Lebens nie sehr glücklich gewesen sein kann, der psychische Probleme hatte, der in einer Heilanstalt war. Aus den Bildern geht das einfach nicht hervor. Das sind lebenslustige Bilder, da wird die Liebe gefeiert, da werden wunderbare Landschaften immer wieder dargestellt. Und ich finde ehrlich gesagt, dass diese Bilder ein Recht haben, so wahrgenommen zu werden und nicht immer mit diesem Filter im Hinterkopf,
ach, das war ja ein Verrückter, das war ja ein Wahnsinn, der musste ja so malen. Nein, er wollte so malen und er konnte so malen und das ist für uns bis heute ein Glück. Vieles wurde über Vincent van Gogh erzählt und geschrieben. Manche halten ihn für ein Genie, andere halten ihn für überbewertet. Seine Figur und seine Geschichte werden in zahlreichen Filmen und Serien erzählt und weiterentwickelt. Popularność Vincenta rośnie od czasu jego śmierci, a jego twórczość ma coraz większy wpływ niż kiedykolwiek. Ciekawe jest to, że on potrafi swoim malarstwem zainteresować nawet ludzi, którzy nie interesują się malarstwem. Jego poświęcenie, pasja, którą włożył i bardzo ciężka praca oddziaływuje na ludzi dalej w ten sposób, że oddziaływuje emocjonalnie, pociesza, ukaja. Er hat beispielsweise gesagt, die Nacht liefert eigentlich viel intensivere Farben, als das der Tag kann, weil man sich derer da viel, viel bewusster ist als im gleißenden Sonnenlicht. Er hat außerdem gesagt, dass für ihn der Himmel immer das Unendliche ist, also der Weg zu den Sternen, das hat er für ihn auch was Metaphorisches. Und dann kommt sicherlich auch dazu, dass die Nacht vieles zudeckt. Also viele Details, viele unschöne Sachen, die man bei Tag sieht, sind bei Nacht einfach verschwunden.